Herzlich willkommen zur langen Nacht der Wissenschaften im Bach-Archiv. Mein Name ist Christiane Hausmann und ich möchte Sie in den nächsten Minuten mitnehmen auf eine Expedition zu den Originalquellen der berühmten Hamoll-Messe von Johann Sebastian Bach. Diese Messe gehört zu seinen bekanntesten Werken. Bereits 1818 kündigte der Züricher Verleger und Musiker Hans-Georg Nägeli seinen Druck dieses Werkes Bachs als größtes musikalisches Kunstwerk aller Zeiten und Völker an. Damals mag Nägelis Definition von Bachs letztem Vokalwerk noch ein visionärer Gedanke gewesen sein. Heute hingegen ist sie ein Gemeinplatz. Denn tatsächlich ist die Hamoll-Messe zu einem der Repertoirestücke, wenn nicht dem Repertoirestück schlechthin, für gemischten Chor und Orchester geworden. Und zwar sowohl für geschulte Laien als auch für hochprofessionelle Musiker. Nach dem Zweiten Weltkrieg stieg die Zahl ihrer Aufführungen beständig, sodass sie nunmehr unter Bachs Großwerken den ersten Platz in der Häufigkeit der Aufführungen einnimmt, und zwar noch weit vor der Matthäus-Passion. Dieser fast inflationäre Gebrauch scheint jedoch ihrer musikalisch-substanziellen Kraft, mit der sie Musiker und Publikum seit jeher in Band zieht, nicht das Geringste anzuhaben. Aber nicht allein Musiker und Publikum sind seit jeher von diesem Werk fasziniert. Auch und insbesondere die Wissenschaftler, namentlich die Bachforscher und Theologen, haben in den letzten 150 Jahren jede nur denkbare und erfolgversprechende Methode angewandt, um diesem letzten Vokalwerk Bachs seine Geheimnisse zu entreißen. Und zwar von den Verfahren der Musikphilologie bis hin zur Röntgenfluoreszenzanalyse. Diese durchaus obsessiven Forschungsanstrengungen waren denn auch zum Teil von Erfolg gekrönt, sodass manche Fragen wohl tatsächlich als beantwortet gelten können. Dennoch harren noch viele andere Probleme der Klärung und ebenso viele werden sich wahrscheinlich nie ganz klären lassen. So behält die Hamoll-Messe ihre geheimnisvolle Aura und bleibt ein immerwährender Prüfstein der Bachforschung. Für mich persönlich ist schon die eingehende Betrachtung der originalen Quellen, die uns von diesem Opus Ultimum überliefert sind, höchst faszinierend. Die musikalischen Wurzeln dieses Werkes reichen bis auf das Weihnachtsfest im Jahr 1724 zurück. Bach war seit 1,5 Jahren Thomaskantor und nahm diesen Weihnachtsgottesdienst zum Anlass, um ein groß und prächtig besetztes Sanctus aufzuführen. Sicher war dies für Bach eine willkommene Gelegenheit, um sich in seinem neuen Amt als Direktor Musices den Leipzigern als fähiger Musiker zu präsentieren. So führte er neben einer festlichen Kantate eben dieses Sanctus mit einem Chor für 6 Stimmen, Trompeten, Pauken und Oboen besetzt auf. Dieses Sanctus entstand also als erster der 4 Teile der Messe und wurde von Bach in seinen letzten beiden Lebensjahren für die Integration in dieselbe bearbeitet. Ein weiterer Teil der Messe, die sogenannte Missa, bestehend aus Kyrie und Gloria, entstand 1733, als wegen des Todes Friedrich Augustes I., auch August der Starke genannt, vom 15. Februar bis 2. Juli eine Zeit der Landestrauer verordnet worden war und daher öffentliche Musikaufführungen untersagt wurden. Bach hatte also nur relativ wenigen musikalischen Amtsverpflichtungen nachzugehen und nutzte die unverhoffte mehrmonatige Mußezeit, um die Komposition dieses ambitionierten Werkes in Angriff zu nehmen. Die in dieser Zeit entstandene Kyrie Gloria Messe widmete Bach dem Nachfolger des verstorbenen Königs, nämlich Kurfürst Friedrich August II., der gleichzeitig König von Polen war und als solcher August III. Genannt wurde. Die 21 Stimmen, die heute in der Sächsischen Landesbibliothek in Dresden aufbewahrt werden, reichte Bach am 27. Juli am Dresdner Hof ein. Dabei verband Bach seine Widmung mit der Bitte um die Verleihung des Titels eines Hofkompositeurs und damit seine Position in Leipzig zu stärken. So berichtet Bach in dem Widmungsschreiben dem Kurfürsten mit Hinweis auf die zahlreichen Auseinandersetzungen mit der Leipziger Obrigkeit das Folgende. Ich habe einige Jahre und bis daher bei den beiden Hauptkirchen in Leipzig das Direktorium in der Musik gehabt, dabei aber ein oder andere Bekränkung unverschuldeterweise empfinden müssen, welches aber gänzlich nachbleiben möchte, da ferne Eure Königliche Hoheit mir die Gnade erweisen und ein Prädikat von derer Hofkapelle konferieren, gehörigen Orts hohen Befehl ergehen lassen würden. Jedoch erfüllte sich Bachs Hoffnung auf einen solchen Titel zunächst nicht, denn der Kurfürst zeigt zunächst einmal keinerlei Reaktion. Erst nach vielmaligem Erinnern
weiteren Widmungen, zahlreichen Konzerten und der Fürsprache des am Dresdner Hof tätigen und mit der Bach-Familie befreundeten russischen Gesandten Graf Kaiserling wurde Bach im November 1736 der Titel eines kurfürstlich-sächsischen und königlich-polnischen Hofkompositeurs verliehen. Ob allerdings diese frühe, August III. Gewidmete Form der Hamollenmesse jemals aufgeführt wurde, ob Bach selbst jemals sein eigenes Werk gehört hat, ist nicht bekannt. Wie dem auch sei. Den Stimmensatz schickte Bach zwar nach Dresden, die originale Partitur aber behielt er für sich zurück und vollendete sie erst 1748-49, also in seinen letzten Lebensjahren, als sie die Messe um Credo, Sanctus und Agnus Dei zu einer vollständigen Messe, einer sogenannten Missa Tota, erweiterte. Er paginierte die 99 Manuskriptseiten von Kyrie und Gloria und versah sie mit einem Umschlag, auf den er als Titel Nummer 1 Missa, die Besetzungsangaben und seinen Namen schrieb. Ein zweiter Haltband, der mit dem ersten zusammengebunden ist, enthält auf 92 Seiten die restlichen Teile in drei Fascikeln. Das Credo überschrieb Bach mit Nummer 2 Symbolum Nicenum. Nach Nummer 3 Sanctus bildeten die übrigen Sätze unter der Überschrift Nummer 4 Hosanna Benedictus Agnus Dei und Dona Nobis Pacem den Abschluss. Durch diese vier Titelblätter wird das Werk deutlich in vier Teile untergliedert. Da ein gemeinsames Titelblatt fehlt und es nirgendwo einen Hinweis darauf gibt, dass diese vier Teile als ein einheitliches ganzes Werk zu betrachten seien, äußerte der Bach-Forscher Friedrich Sment die These, dass das Erscheinungsbild der Autographenpartitur keineswegs dafür spräche, dass Bach eine vollständige Messe habe komponieren wollen. Er sprach sogar davon, dass es nicht nur ein historisches Missverständnis, sondern auch ein künstlerischer Fehlgriff sei, von einer Messe in H-Moll oder gar von einer hohen Messe zu sprechen und die Sätze vom Kyrie bis zum Dona hintereinander aufzuführen. Zwischen den vier Teilen sei nur ein lockerer Zusammenhang anzuerkennen und eigentlich handle es sich bei Bachs Autographer Partitur um ein Sammelband mit vier selbstständigen Werken lutherischer Kirchenmusik. Entsprechend ist auf dem Titelblatt der Edition von Sment in der neuen Bach-Ausgabe die Bezeichnung Hamollmesse nicht zu finden. Tatsächlich hat Bach selbst dem Werk keinen Gesamttitel gegeben. Im Nachlassverzeichnis von Karl Philipp Emanuel Bach wurde die Hamollmesse als große katholische Messe bezeichnet. Ob diese Bezeichnung den Sprachgebrauch der Familie widerspiegelt oder nur aus Unkenntnis gewählt wurde, ist ungeklärt. Der uns heute so vertraute Titel Hamollmesse stammt vom Anfang des 19. Jahrhunderts und geht auf Karl Friedrich Zelter zurück, der ab 1811 Teile der Messe mit seiner Singakademie einstudierte und zum Wegbereiter der Bach-Renaissance wurde. Der fehlende Gesamttitel deutet vielleicht auch darauf hin, dass Bach nach seinem eigenen Verständnis noch nicht ganz fertig war mit der Niederschrift seines letzten großen Vokalwerks, als er starb. Denn die Autographe-Partitur enthält zwar alle Sätze einer Messe, man erahnt aber dennoch den unfertigen Zustand des Manuskripts. Eine letzte Revision scheint offensichtlich unterblieben zu sein. Der Text ist hier und da nur fragmentarisch vorhanden und auch einige Fehler sind stehen geblieben. Anderes ist zwar korrigiert, jedoch so undeutlich, dass kaum herausgekommen ist, was Bach wirklich gemeint hat. Doch die Arbeiten am Autograph der Hamollmesse endeten mit Bachs Tod 1750 nicht. Der Erbe der Partitur, Bachs zweitältester Sohn Karl Philipp Emanuel, hat sich über viele Jahre hinweg immer wieder mit der Partitur auseinandergesetzt, versucht Unlesbares lesbar zu machen, Lücken zu füllen und tatsächliche wie vermeintliche Fehler zu korrigieren. Manches komponierte er auch ein wenig um. Das Symbolum Nicenum richtete er für eine Hamburger Aufführung 1786 unter seiner Leitung ein. Die Korrekturen, Ergänzungen und Änderungen des Sohnes sind dabei oft nicht von solchen des Vaters zu unterscheiden. Die vielen Korrekturen beider Bache, vor allem im Symbolum Nicenum, haben zur Folge, dass die Autographe-Partitur heute manches Loch aufweist. Wo viel korrigiert wird, wird auch viel Tinte auf das Papier gebracht und dies begünstigt den berüchtigten Tintenfraß. Seit der letzten Restaurierung der Handschrift sind die Löcher zwar geschlossen und das Papier stabilisiert, was an diesen Stellen stand, ist jedoch für immer verloren.
Kehren wir jetzt noch einmal ganz kurz zurück an den Anfang der Entstehungsgeschichte der Hameln-Messe, und zwar dem eingangs bereits erwähnten Sanctus, das Bach 1724 für das Weihnachtsfest komponiert hatte und später für die Messe bearbeitet hatte. Es ist nämlich möglich, auf der ersten Seite der Quelle zu diesem Sanctus einen direkten Blick auf Bachs Schreibtisch bzw. in seine Komponierstube zu werfen. Denn da hat er unter die eigentliche Komposition Ideen für weitere Musik notiert und sich Notizen gemacht. Gleich auf der ersten Seite finden Sie nämlich eine Melodieskizze, die das Fugenthema des Pleni sunt Soli betrifft, das sich direkt an das Sanctus anschließt. Ich habe Ihnen den Teil des Blattes, auf dem sich diese Skizze befindet, unterhalb des roten Strichs, noch einmal vergrößert. Solche flüchtigen Skizzen wie hier notierte sich Bach oft, wenn, während er an dem einen Stück noch arbeitete, ihm schon der Gedanke für das nächste kam. Da die Aufzeichnung sich direkt auf der ersten Seite der Autographenpartitur befindet, ist anzunehmen, dass sich Bach bereits bei der Konzeption des Werkbeginns über dessen zweiten Teil Gedanken machte. Damit nicht genug, befindet sich unter dem Plenis und Söli-Thema eine weitere Skizze, und zwar zur Melodie des Liedes »Ich freue mich in dir« von Kaspar Ziegler, das Bach als Grundlage für seine gleichnamige Choralkantate BWV 133 zum dritten Weihnachtstag am 27. Dezember 1724 verwendete. Da man den Text nicht ganz einfach entziffern kann, lese ich ihn vor. »Ich freue mich in dir und heiße dich willkommen«, mein liebes Jesulein, du hast dir vorgenommen, mein Brüderlein zu sein. Ach, wie ein süßer Ton, wie freundlich sieht er aus, der große Gottessohn. Und ganz unten können Sie außerdem noch auf dieser Seite die Notiz entziffern. Die Parteien sind in Böhmen bei Graf Spork. Wer ist dieser Graf Spork? Bei ihm handelt es sich um eine in vielerlei Hinsicht sehr interessante Persönlichkeit. Er war ein Schriftsteller, Politiker und ein bedeutender Kunstmäzen. Auch musikalisch war Spork offensichtlich an allem sehr interessiert. Er spielte zum Beispiel selbst Horn und pflegte Kontakte zur literarischen und musikalischen Welt Leipzigs. Eine Tatsache, die diese Kontakte nach Leipzig belegt, ist, dass Picander seine erste Gedichtsammlung 1725 mit einer Ode an den Grafen einleitete. Und Picander, alias Christian Friedrich Henrici, war, wie Sie vielleicht wissen, einer von Bachs wichtigsten Textdichtern. Bei den freundschaftlichen Beziehungen, die sich hier entwickelten, ist es nicht unwahrscheinlich, dass Spork eventuell auch ein Gast im Bachschen Haus war und dass die gegenseitige Bewunderung dazu führte, dass Bach dem Grafen das Aufführungsmaterial für dieses Sanctus zukommen ließ und sich diese Ausleihe für sein eigenes Gedächtnis in die Partitur notierte. Wie dem auch immer sei. Nach dem Tod Karl Philipp Emanuels ging das Manuskript der Messe an dessen Tochter Anna Carolina Philippina. 1805 wurde sie vom Schweizer Musikverleger Hans-Georg Nägeli erworben und in der Familie weitervererbt. Nach einer weiteren Station kaufte die Bachgesellschaft Leipzig 1857 das Autograph. 1861 konnte das wertvolle Autograph schließlich von der Königlichen Bibliothek zu Berlin, heute Staatsbibliothek zu Berlin, preußischer Kulturbesitz, erworben werden, wo sie nun dauerhaft verwahrt wird. 2015 nun ist das Autograph der Hameln-Messe neben den frühen Schriften der Reformationsbewegung für das UNESCO-Register des Dokumentenerbes Memory of the World aus Deutschland nominiert worden.